Haben Sie keine Freunde oder Freundin, Herr Scheer? Haben Sie keine Freunde? Diese freundlichste aller Mitarbeiterinnen hat mich angerufen, um mir zu sagen, dass ich knapp 1300 Euro gewonnen habe. Ich werde diesen Gewinn aber ablehnen, weil ich nicht bei ihrem Zeitungsspielchen mitmachen will. Warum ich damit am Ende trotzdem Geld spare, hört ihr jetzt im Anruf. Guten Tag. Guten Tag von der Online-Vermittlungsagentur. Ich hätte gerne mit Tyrion Scheer gesprochen. Ach, da haben Sie Glück, der bin ich. Ihre Rufnummer wurde ausgelost und dadurch haben Sie zwei Reisen, die Wert von 796 Euro sind, sowie einen Preis im Wert von mindestens 500 Euro erzielt. Wow, wie cool. Ich habe noch nie was gewonnen. Scheer, das Ganze kommt von Veranstaltungen von großen Unternehmen. Wenn Sie bei großen Unternehmen Mitglied sind, Tyrion Scheer, Herzenschenzmühle 42, ist die Adresse noch aktuell? Ja, Sie hatten vorhin irgendwas von wegen Mitglied gesagt. Was war das? Also in der Vergangenheit haben Sie sich entweder über das Internet oder im Einkaufszentrum preisausschreiben oder ähnlichem beteiligt, beziehungsweise haben eine Bestellung getätigt oder eine Mitgliedschaft abgeschlossen. Aha, okay, perfekt, weil ich bin immer Mitglied, also so rein biologisch auch, da bin ich voll auf der Seite und ich fülle da auch immer so Karten aus und Organspende und so, das mache ich alles, also dann verstehe ich das jetzt. Danke, dass Sie mir das nochmal erklärt haben. Also in diesem Zusammenhang bekommen Sie eine viertägige Flugreise nach Paris, aha, sowie eine viertägige Flugreise nach Norditalien, Gardasee. Okay. Und wegen Identifikation. Auf die Reise gehen Sie dann mit mir oder, also Sie haben zwei Personen, sind dann Sie und ich oder noch jemand anders? Wie funktioniert das? Ich kann jemand anders mitnehmen können, Herr Scheer. Wie ich gesagt habe, die Reisen sind für zwei Personen. Ja, sind Sie die andere Person auch oder muss ich da jemand anderen finden? Soll ich andere Person sein, Herr Scheer? Haben Sie keine Freunde oder Freundin, Herr Scheer? Ich meine, wenn Sie mir hier schon die Reise schenken, dann will ich mich ja auch bei Ihnen bedanken. Wollen Sie denn mitkommen zum Gardasee? Ja, ich bedanke mich nochmal, Herr Scheer, aber wenn Sie selbst mit Freunden oder Freundinnen verreisen, das ist noch besser für Sie. Also Sie wollen auch nicht mit mir gehen. Und haben aber Ihr Geburtsdatum bitte. Sie sind am 10. Sie sind Jahrgang 91 geboren, Tag und Monat bitte. Genau, es ist der 10. November. Das stimmt. Stimmt übrigens nicht. Der richtige Fake-Geburtstag wäre der 11. Herr Scheer, außer diesen beiden Reisen steht Ihnen der zweite Preis von mindestens 500 Euro zu. Sie sind einer von den fünf Glücklichen. Vier davon bekommen 500 Euro in bar überwiesen. Ja. Und einer davon bekommt einen nützbaren Hotelcheck in Wert von 600 Euro. Das ist an dieser Stelle dreist gelogen, wobei nicht klar ist, ob die Mitarbeiter das an diesem Punkt wissen. Aber es bekommen alle diesen wertlosen Hotelcheck und keiner bekommt von denen einfach 500 Euro Bargeld. Das könnten die sich gar nicht leisten, so viele Leute wie die anrufen. Und der tatsächliche Wert des Gutscheins, also die Kosten, die das Unternehmen dafür hat, diese Gutscheine zu bekommen, wird sehr gering, wenn nicht sogar nahe Null sein. Und alles, was ich Ihnen jetzt mitgeteilt habe, wird Ihnen auch schriftlich per Post zugesendet. Das ist für Ihre Garantie sowohl auch für Ihre Sicherheit sehr wichtig. Und Ihren zweiten Preis in Wert von mindestens 500 Euro, die erhalten Sie separat per Banküberweisung überwiesen. Auf welches Bankverbindung möchten Sie Ihren zweiten Preis, Herr Scheer, damit ich die Unterlagen ausfüllen kann? An dem Satz war übrigens nichts geschnitten. Sie hat sich einfach so nochmal in der Mitte wiederholt. Kann das, also muss das ein Konto sein wie bei der Sparkasse oder kann es auch eine Visa, so Kreditkarte sein? Also einmal bitte die achtstellige Bankleitzahl oder die IBAN-Nummer bitte, damit ich die Unterlagen ausfüllen kann. Ah, okay. Ja klar, das ist die Scheer, also insgesamt haben Sie Preise im Wert von 1296 Euro erzielt. Da habe ich echt Glück gehabt, ne? Und damit das Ganze auch finanziert werden kann, wurde ein Werbepartner beauftragt, dieses übernimmt die Vermittlungs- und auch die Bearbeitungsgebühren für Sie an. Und im Gegensatz bekommen Sie nur ein Jahr lang Ihrer Wahl eine Zeitschrift zugesendet. Somit können dann die Preise ohne Anfangskosten an Sie ausgeführt werden können, Herr Scheer. Hier kann man eine interessante Entwicklung dieser Masche sehen. Früher haben die oft gesagt, es würden Gewinnsteuern anfallen und die würde der Werbepartner zahlen. Jetzt, wo mehr Leute darüber Bescheid wissen, haben Sie einfach die Ausrede, warum man eine Zeitschrift braucht, auf die Bezahlung eines anderen Kostenpunkts abgewalzt. So werden die wieder einige Leute dran kriegen, die nur allgemein über Steuern, aber nicht über diese Masche Bescheid wissen. Herr Scheer, welche Zeitschrift darf ich denn hier für Sie eintragen? Was lesen Sie gerne? Ich sage Ihnen die Zeitschriften vor, Sie können eins auswählen können, damit Sie für diese Preise keine Gebühren rausgeben zu müssen. Best und Funk, das Goldene Blatt, Echo der Frau, Frau Aktuell,
Ich habe schon die TV-Spielfilme, also ich habe schon eine Zeitung. Macht ja keinen Sinn, zwei. Herr Scheer, als erstes kein Missverständnis. Als erstes, wir machen hier kein Abo oder sonstiges Ach was. Also so. im Prinzip geht das ja nicht um die Zeitschrift, Nein, sondern um die natürlich Auswahl nicht. ihrer Preise. Wir haben hier Ah. Preise im Wert von 1.296 € erzielt. Und Okay. diese Zeitschrift dient ja nur dazu, damit die Anfahrtkosten sowie die Bearbeitungsgebühren abgedeckt werden und durch diverse Ja. Sponsoren übernommen werden. Und diese Zeitschrift bekommen Sie nur für ein Jahr lang zugesendet und nicht mehr, Herr Scheer. Ach so, Also damit Sie für jetzt. diese Preise keine Gebühren rausgeben zu müssen. Denn Ja, normalerweise wie müssten ja hoch? ein Drittel Ja, wie von hoch der wären die Entwicklung. Gebühren? Genau, zwei Fragen. Wie hoch wären die Also als Gebühren, wenn ich die Gesamtkosten. selber zahle? Und wer ist der Sponsor genau? Also Herr Scheer, wenn Sie sich jetzt für die Gebühren eintragen, wie ich gesagt habe, Sie haben 1.296 € erzielt und ein Drittel wird davon abgezogen. Also das können Sie, wenn Sie das selbst ausrechnen, 1.296 €, ein Drittel davon macht 430 € plus die 50 € Zusatzkosten. Okay. Normalerweise werden von der 500 € 480 € automatisch abgezogen werden müssen. Aber Was? damit Sie das nicht tun, deshalb haben wir einen Werbepartner beauftragt, von diesem Sie nur ein Jahr lang Ihrer Wahl eine Zeitschrift zugesendet bekommen werden. Dann fallen die Gebühren für Sie aus und Sie bekommen Ihren zweiten Preis komplett ausgeschüttet, Herr Scheer. Und der Sponsor ist wer jetzt? Der Zeitschriftenanbieter oder jemand Ja, noch der jemand? Werbepartner, das sind die Werbepartner, also die, wie ich gesagt habe, die Gebühren für Sie anfallen und danach bekommen Sie nur ein Jahr lang Ihrer Wahl eine Zeitschrift zugesendet, dann fallen die Gebühren für Sie aus und Sie bekommen Ihren zweiten Preis komplett ausgeschüttet, Herr Scheer. Okay, aber kann ich denn die Kosten auch selber bezahlen, wenn ich will, oder muss ich das über eine Zeitschrift machen? Also warum wollen Sie denn 480 € einfach verschenken, Herr Scheer? Das haben Sie ja schon gewonnen. Also das ist ja ein Haufen Geld zu zahlen. Also zum Beispiel, wenn Sie sich für die TV Hören und Sehen entscheiden, als Beispiel, die TV Hören und Sehen, das wird Sie nur halbjährlich nur 55,90 € kosten, anstatt die 480 € Gebühren rausgeben zu müssen, Herr Scheer. Also nur für ein Jahr lang macht das für Sie nur 100, knapp 111 € für Sie, anstatt die 480 € Gebühren rausgeben zu müssen. Jetzt haben Sie meine Frage nicht beantwortet. Meine Frage war, Ja, bitte? muss ich das über eine Zeitschrift machen oder kann ich es auch bezahlen, wenn ich will? Weil ich bin sehr stark im Umweltschutz tätig und ich kriege jetzt schon eine Zeitschrift und ich weiß nicht, ob ich es Also moralisch. natürlich, Lassen Sie aber mich bitte wir wollten hier ausreden. deshalb Lassen, lassen Sie mich, angerufen, lassen Sie damit Sie mich, sich. lassen Sie mich bitte ausreden. Ich kann es moralisch nicht vertreten, wenn wegen mir jetzt wegen zwei Zeitschriften, da müssen ja doppelt so viele Bäume für abgeholzt werden. Und ich bin schon ein starker Fan von der Natur, deshalb wäre mir das ein bisschen unangenehm. Und da 400 Euro mehr Natürlich. zu bezahlen, ist es dann auch wert eigentlich. Natürlich, das ist Ihre Entscheidung. Wenn Sie unbedingt möchten, dass Sie die Gebühren rausgeben müssen, das ist natürlich Ihre Entscheidung. Wir haben heute Sie ja deshalb angerufen, damit Sie sich selbst entscheiden können für die Gebühren oder für eine Zeitschrift, damit ich Okay. die Unterlagen heute an Sie herausschicken kann. Ja, dann muss ich Ihnen dann die Gebühren überweisen oder wird das von den 500 Nein, Euro nein, das wird abgezogen? automatisch von diesem Gewinn abgezogen, Herr Scheer. Dann werde Okay. ich Sie dann für die Gebühren eintragen. Wie ich gesagt habe, dann werden von diesen Preisen die 480 € abgezogen. Was Ihnen übrig bleibt, die bekommen Sie nach 6 Monaten ausgeschüttet. Ich bedanke mich nochmals, wünsche noch einen angenehmen Tag, Herr Scheer. Ja? Ja, aber Danke, Herr Tschüss. wäre es nicht einfacher, wenn ich eine Zeitschrift nehme? Ja. Da legen Sie einfach auf. Hier sieht man wieder deutlich, dass es denen nur darum geht, möglichst viele Zeitungen zu verkaufen. Sobald klar ist, dass bei mir kein Zeitungsabo zu holen ist, beendet sie das Gespräch so schnell wie möglich. Danke an alle, die dieses Video teilen, bewerten oder kommentieren. Es hilft wirklich. Außerdem danke an alle, die mich über Einkäufe über meinen Amazon-Link unterstützen. Oder die Callcenter davon auf Patreon mit einem monatlichen Betrag supporten.